besser als der Büsser. Wir spielen besser als der Büsser, aber nicht bei uns im Studio mit den Hörern, sondern in der Kabine mit der Fußballlegende Urs Meier, der Trainer vom FC Rapperswil. Hallo miteinander. Es geht um Fußball, 3 Fragen, 2 Antwortmöglichkeiten und das Ganze in einer Minute. Und der Büssi muss jetzt Musik hören, damit er nicht hört, dass du verantwortlich bist. Urs Meier, welchen Fußballer gibt es wirklich? Ist es der Halil Boumann oder B, der Alain Junior Oléolé? Oh. Leider nein, der Oléolé gibt es. Warum hat der David Beckham einmal eine Platzwunde am Kopf gehabt? A. Er hat im Mannschaftsgarten den Kopf angeschlagen. Oder B. Der Trainer hat ihm den Schuh am Kopf geworfen. Er hat ihm den Schuh am Kopf geworfen. Richtig. Erster Punkt. Und wie hat sich der Jerome Boateng einmal am Knie verletzt? A. Die Stewardess ist ihm im Flugzeug mit dem Wägeli ans Knie gefahren. Oder B. Beim Staubsaugen ist er über das Kabel gestolpert. Ich würde jetzt B sagen. Leider nein. Das A. Büssi, welchen Fußballer gibt es wirklich? A. Der Halil Boumann oder B. Der Alain Junior Oléolé? Das tun mir beide leid. Es gibt den Boumann, der macht zu schauen noch so eine Restaurantsendung bei 3plus. Also A. Ja, A. Falsch. Warum hat der David Beckham mal eine Platzwunde am Kopf gehabt? A. Er hat im Mannschaftsgarten den Kopf angeschlagen. Oder B. Der Trainer hat ihm den Schuh an den Kopf geworfen. Ich habe gemeint, Victoria hat ihn verprügelt. Er hat einen Schuh angehend bekommen. Richtig, erster Punkt. Wie hat sich der Jerome Boateng mal das Knie verletzt? A. Stewardess ist ihm mit dem Wägeli ins Knie gefahren. Oder B. Er ist beim Staubsaugen über das Kabel gefallen. Beides schön. Schwierig. Ich glaube, das ist beim Staubsaugen. Nein, der Staubsaugen doch nicht selber. Ich sage, es war Stewardess. Richtig. Zweiter Punkt. Du hast 2-2 gewonnen. Ich würde sagen, wir geben das Büssi gleich. Also, das wäre eigentlich der Preis gewesen. Das ist das Büssi. Wer ist besser als der Büsser? Anmelden. Jetzt via srf3.ch.